So, geh nochmal mit uns in dieses Gebiet, vor dem du uns gerade gewarnt hast. Hihi. Belebt alle kampfunfähigen Kämpfer wieder für 50 FP, ist teuer. Aber wenn man es mal braucht, rettet es einem den Arsch. Tja. Wird wahrscheinlich auch keine Fähigkeit sein, die ich permanent verschmähen werde, aber es ist vielleicht nicht unbedingt die Nonplusultra-Fähigkeit für den Anfang des Spiels, wenn sie so 83 FP hat. Schwäche Stab, wer hätte das gedacht? Jetzt möchte ich gerne mal was testen. 22. Ja, jetzt habe ich ganz kurz aufblitzen sehen, dass da tatsächlich ein Wert stand, den habe ich aber viel zu spät gesehen und Analyse öffnet tatsächlich nur eine Schwäche, das ist ja ein bisschen lame, aber okay. Ja, gut, Stabby halt einfach. Monk! Einmal Ofen geht's. Monk! Und greift mal den dann noch erstmal an. So. Mr. Gelehrter, hau mal einen fetten Feuerball da rein. Zack! Break! Zwei Tore. Oh, alle tot. Gruppenrest ist schon selten, aber eben sehr gut, wenn man es braucht. Ja. So, Level 5. Oh, und Cyrus Level aufsteht. Da haben wir seine Magiepunkte wieder. Das ist sehr schön. Heiltraube 1. Ich sehe da vorne keine Seitenarme. Quiek. Das klingt doch nach einem Bogenjob. Gut, dass er mir ausgerechnet Bogen aufgedeckt hat. Danke, Spiel. Bin beeindruckt. Plonk! Aber oh, die haben viele Waffenschwächen, wie es aussieht. Gehen wir auf Bogen rüber. Break! Gelehrte Fähigkeiten. Ich versuch's mal mit dem Blitzschlag. Warum was passiert? Noch nix. Ist noch grün. Oh, scheint mehr auszuhalten, als ich dachte. Oh, die tacken schon ordentlich was. Also, mehr als erwartet. Gelehrter. Okay, Speer bei Fledermäusen. Okay. Ich meine, das sind sowieso meine beiden Waffen, aber. Ja. Meine meins Spiel. Bonk! Und mein Bogen ist eh stärker als mein Speer bei ihr. Sven können wir wahrscheinlich vergessen, ne? Feuer sind auch nicht. Seid ihr anfällig gegen Wind? Auch nicht. Naja, im nächsten Encounter werde ich es rausfinden, schätze ich. Oh. Ich hätte das Viech killen sollen. Komm, haus einfach mal tot. Bonus. Erhalten Objekte, nichts Tolles. Dann haben wir hier anregende Pflaume. So viele schöne Items, die ich relativ gar nicht benutze. Schattenseelenstein. Noch mehr davon. So, was ist eure Elementarschwäche? Schatten. Schatten habe ich nicht. Bonk. Bonk. Nach dem Boss werde ich mir auch mal ins Land der Träume verkrümeln. Ich habe gehört, du musst morgen zur Schule, schätze ich. Hau mal diese weiße Fledermaus.
So, und du machst mir dann einfach, weil es so viel Spaß macht, einen fetten Blitzschlag da rein. Ja, das funktioniert besser als erwartet. Wolfgang um 8 Uhr. Ja, viel Spaß mit dem Wolfgang um 8 Uhr. Ich habe schon viele Monster gesehen, aber keines glich nur annähernd denen in dieser Höhle. Vielleicht beschützen sie die Flamme. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, warum habe ich das Gefühl, dass jemand oder etwas jeden meiner Schritte beobachtet? Tja, vielleicht werden wir verfolgt. Erfrischende Marmelade. Oh, ich habe gehört, Marmelade ist gar kein schlechtes Item. Mehr Wolfis. Flomp. Zick, zack. Und dann vermöbeln wir die Gegner einfach. Passt schon. Break. Ja, ja. Fehlt noch ein bisschen was zu den nächsten Leveln. Hey, Mr. Händler, der irgendwie immer da ist. Wenn wir kurz vor einem Bosskampf stehen. Ja, dann grinden wir mal ein bisschen. Zumindest eine Schatztruhe verpasst. Müssen wir wohl zurückgehen. Gut, dass ich sowieso gerade noch ein bisschen grinden wollte. Break! Zack, Blitzschlag. Wunderschön. Scheint weiter zurück gewesen zu sein, was? Ach, da oben. Zoom. Nur zwei davon. Oh. Tonk. Ja, komm, du stabst ihn einfach. Breaks den anderen. Und Feuerball! Level up für Cyrus! Stufe 10 erreicht! Wunderschön! Silbertoupee, okay. Klingt voll nützlich und so. Ah ja, die Viecher wieder. Okay, dann... Bogen! Das ist genau die falsche gewesen. Auf und jetzt! Und dann hätte ich da eine Stufe 3 Eiswind. Level up. Level 7 für Ophelia. Nice. Ist dieses Eistoupee irgendwas Sinnvolles? Silbertoupee. P plus, Verteidigung plus 1, nicht so richtig gut. Naja, Spitzhut ist besser. Nichts Tolles also.
Okay. Ich warte jetzt nochmal eben auf den einen Level-Up. Kannst du übrigens auch wie in FFX oben in der Leiste sehen, wann welcher Feind dran ist und so. Ja, ist schon klar. Das ist ja Standard JRPG. Also, gute JRPGs wohlgemerkt. Break! Ach, du kriegst nichts zu tun. Du hast auch nichts zu tun. Ich brauch Mage Man. Gib mir Mage Man. Danke. Einen Encounter brauchen wir noch. Für Level 12 Tresser. Phase it, nochmal 3 Fledermäuse. Okay. Ist nicht unbedingt mein Traum-Encounter, weil es jedes Mal Cyrus Punkte kostet, aber schon okay. Jo, du hast nichts mehr zu tun. Du hast nichts mehr zu tun. Denn Mr. Mega Mage killt jetzt sowieso alles. RIP! So, Level Up Tressa. Geheimnisvolle Blüte. Schauen wir eben nach Fertigkeiten. Kann sich da schon wieder irgendwas tun? Nein, nein, ja. Eines Verbündeten. Lichtschaden für alle Gegner. Ich habe das Gefühl, das hier ist eher was Late-Gamiges. Wir nehmen mal hier AE für sie. Beharrlichkeit gelernt. Was macht Beharrlichkeit? Alle Statusverbesserungen, die ihr bekommt, halten eine weitere Runde lang an. Verstehe. Ah, wäre das natürlich eine gute Kombination mit dem Buff-Ding gewesen, aber kann man ja nicht ahnen. Hier! Schauen wir uns nochmal ihren Boss an. Ich frage dich, der du in diesen Gängen wandelst, bist du bereit, die Flammen zu entzünden und der Menschheit den rechten Weg zu leuchten? Diese Stimme. Ich bin der Wächter der ersten Flamme. Wenn du der Flammenträger sein willst, dann musst du dich als würdig erweisen. Ah! Oh, ein random Golem. Okay. Studieren und sehen, er hat Wind. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Passate ihn doch erstmal eine Runde. Schauen wir doch mal, ob man... Ja, er ist schwach gegen Stab. Schon mal gut zu wissen. Gegen Feuer ist er leider nicht schwach, obwohl er ein Eisgolem ist. Aber... Ich gehe mal fast davon aus, dass er schwach gegen heiliges Licht sein wird. Nicht? Okay. Das wundert mich. Aua. Gut, dass ich die Gruppenheilung genommen habe. Wie sieht's hier mit Stabby aus? Auch nicht. Blitzschlag. Haupt.
Scheiterhaufen. Autsch. Heilige Flamme wird stärker. Dann sollten wir ihn vielleicht davon abhalten, irgendwas zu tun. Du heilst aber erstmal. Ach, das heilt auch schon alle. Na gut, dann hätte ich die bessere Gruppenheilung jetzt noch nicht unbedingt kaufen müssen, aber okay, ist dann jetzt so. Ja, ich habe gehört, der will was Böses tun. Schlagt ihn! Great. Ich habe außerdem gehört, da ist schon wieder ein Boss anfällig gegen unseren Passatwind. Passiert irgendwie häufig, habe ich das Gefühl. Ja, können wir mal den Spacken hier rufen? Naja, kann ich nicht boosten, den zu rufen. Schade. Schauen wir mal, was der Typ leistet. Okay. Bleibt er jetzt für den restlichen Kampf und macht jetzt bitte mindestens 40 Runden, 40 Schaden pro Runde, das ist ja lächerlich. Also immerhin hat er einen Break-Effekt, der Typ ist schwach gegen Schwert. Das war ja traurig. War ja gar nichts. Hier, frisst Passatwind. Der Typ wird nicht wirklich anfällig gegen Eis sein, oder? Komm, Psyrus, mach mal Analyse. Natürlich genau hat Falsche aufgedeckt. Dagger hilft mir nicht. Du, Passatwind. Analysieren wir die letzte Schwäche raus. Was ist es? Es ist Eis! Wieso ist dieser Boss in der Eishöhle schwach gegen friggin' Eis? Ich wollte mich doch verarschen. Naja. Ophelia. Wombo Combo. Break! Hat. Steht halt immer am Feuer. Ja. Gut, dann frisst halt Eiswind. Ich fühle mich nur minimal verarscht von diesem Boss. Aber nein. Wir müssen jetzt mit der Punktebene Runde aufladen, sonst bringt das hier nicht viel. Hat sie aus dem Kopf zurückgezogen? Naja. Okay. Er hat ein bisschen was geleistet. Minimal. Hätte besser sein können, aber hat ein bisschen was geleistet. Du machst einen neuen Passatwind hier. Nächste Runde. In der nächsten Runde. Schade, das war die eigene Aktion nicht delayen können. Oder können wir das? Sehe ich das noch nicht? Nein, kann ich nicht. Na, schade. Okay. Dann breaken wir ihn jetzt mit einem Passatwind. Ja, Lady. Ich bin nicht beeindruckt von dir. Ruf mal den adretten Ritter wieder raus. Der keinen Schaden macht. Komm, ist der gelehrte Eiswind. So, du bist auf voller Combo. Du hast zumindest einen Punkt. Macht jetzt zwar nicht viel, aber hey. Händefähigkeiten! Passatwind! Wirklich wehren tut sich der Boss ja bis jetzt nicht. Nicht, dass ich mich zu sehr beschwere. Du machst Eiswand.
Tresser hat nur noch 6 FP. Regeneriert die FP eines Verbündeten. Nom! Da finden wir den Unsinn ja überall. Regeneriert FP. War kurz weg, wurde von einer ultimativen Riesenmod angegriffen. Ugh, RIP Jeremy. Willkommen zurück. Und tschüss, Adretta Ritter. Schön, dass du da warst. Feiglinge. Eiswind. Kommst gerade zum Bosskampf von Ophelia Story. Okay. Das Advent. Da, Ophelia. Pom, pom. Pom, pom. Mr. Gelehrter Eiswind. Ruf mal den Vollhonk hier wieder raus. Du machst mal einen normalen Passatwind. Ich will ihre Punkte mal ein bisschen aufladen. Ich gebe mir ein bisschen auf den Keks, dass die immer so wenig Schaden machen. Mr. Gelehrter macht auch einen normalen Eiswind. Geht ja auch nicht anders. Dinge passieren. Dunkelirrlicht. Ja, wenn die jetzt nicht anfällig gegen Licht sind, dann weiß ich auch nicht. Okay. Der ist aber auch schon im roten Bereich. Sollte man wohl effektiv dazu anmerken. Gegebenenfalls macht es Sinn, den erstmal zu killen, bevor man sich mit den drei Irrlichtern jetzt anlegt. Machen wir mal den Eiswind rein. Vielleicht sind sie dagegen sogar schwach. Ne, sind sie leider nicht. Ah, wäre zu einfach gewesen, schätze ich. Ich hoffe mal, der dritte Ritter wird den da... Ja, auch attackieren. Hey, der macht was Sinnvolles. Ich bin ja beeindruckt. Drei Runden noch. Oh, das sind Bomben. Okay. Ich verstehe. Trotzdem habe ich einen Full Strange Passatwind, der den Wächter der ersten Flamme hoffentlich wegräumt. Ja. RIP, dann sind noch alle Bomben weg. Okay. Dann war es definitiv besser, ihn zuerst zu killen, als die Bomben zu attackieren. Und Level Up Ophelia, Stufe 8 erreicht. Schattenseelen, Korb voll anregender Pflaumen. Yeah, anregende Pflaumen. Problem ist, dass die Charaktere danach im Kampf immer aufs Klo müssen. Dies ist die erste Flamme von Elfric. Das Feuer, das er von den Sternen herabholte. Sie ist so wunderschön, so strahlend wie die funkelnde Sterne am Nachthimmel. Ophelia. Du wurdest für würdig befunden, die heilige Flamme zu tragen. Aber das war eigentlich gar nicht ihr Job. Strecke deine Hand aus und nimm Elfrics Lohe. Wie poetisch. Die Lohe, das muss sie sein. Das ist die heilige Laterne, die für den Entfachungsritus gebraucht wird. Elfrics Lohe. Lyanna, bitte vergib mir. Ich muss zurückeilen. Nur, dass hier die Leute, die voll mit Pflaumen sind, nicht mit einem Bullen umramst. Oh Gott, Conker. Da musste ich jetzt auch erstmal drüber nachdenken. Lyanna, wie geht's deiner Exzellenz? Ophelia. Er schläft noch. Aber es scheint ihm jetzt besser zu gehen. Wo bist du gewesen, Ophelia? Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Lyanna, ich muss dir unbedingt etwas sagen. Meine Töchter.
Vater! Eure Exzellenz! Verzeiht mir, meine Mädchen. Verzeiht mir, dass ich euch solche Sorgen bereite. Sieh mich nicht so traurig an, Liana. Ich werde schon bald... Vater! Ich werde schon bald wieder gesund sein. Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich zu sorgen. Der Ritus! Sie erträgt es einfach nicht. Liebste Liana, dann mal los. Eure Exzellenz, ich muss mit euch sprechen. Was hast du denn, Ophelia? Ich möchte die Wallfahrt antreten und an Lianas Stelle den Entfachungsritus vollziehen. Ist das Elfrichs Lohr? Ophelia, du... Ophelia. Eure Exzellenz? Du bist dir darüber im Klaren, dass es eine schwere Sünde ist, die Höhle des Ursprungs ohne Erlaubnis der Kirche zu betreten. Die Wachen haben nichts gesagt, die sind sogar mit reingekommen. Ja, Eure Exzellenz. Ophelia, aber warum? Liana, bitte lass uns jetzt allein. Ich möchte mit Ophelia unter vier Augen reden. Aber Vater! Keine Sorge, ich werde deine Schwester nicht bestrafen, Liana. Aber es gibt Dinge, über die wir sprechen müssen. Ich verstehe, Vater. Sei bitte nur nicht zu hart mit ihr, ja? Mit dem erfolgreichen Abschluss von Ophelias Kapitel 1 mache ich mich dann ab ins Bett. Alles klar. Wir sehen uns wieder, wenn ihr geschlafen hast. Ciao, Kevin. Ja, Jeremy, das heißt, du bist jetzt wahrscheinlich der Letzte, der mit mir chattet. Da musst du jetzt mit mir reden. Zumindest scheint es so, als hättest du deine unbedachte Reise ohne Schaden überstanden. Das habe ich, Eure Exzellenz. Und ich gehe davon aus, dass du keine nennenswerten Vorbereitungen getroffen hast, trotz all deiner ruhigen Würde. Naja, bis gerade eben war auch noch nicht geplant, dass ihr überhaupt auf Reisen geht. Oh, Tonrad ist auch noch da. Hey, Tonrad. Stimmt, du guckst so am Bett aus oder so, ne? Jetzt muss ich aktiv im Chat sein, das ist zu viel Druck. Ich habe Jeremy unter Leistungsdruck gestellt. Ach, Ophelia, ich hoffe nur, dass deine Güte nicht dein Untergang sein wird. Naja, die hat schon zwei Partymitglieder. Eure Exzellenz? Du bist zur Höhle des Ursprungs gereist, damit Liana hier bei mir bleiben kann. Habe ich recht? Ich werde den Pontifex darüber informieren, dass es eine Planänderung gab und dass du an Lianas Stelle den Entfachungsritus vollziehen wirst. Sprich mit deiner Schwester und lerne in den Monaten, was du kannst. Es wird eine knappe Einführung werden, aber ich weiß, dass du es schaffst. Eure Exzellenz. Deine Güte erfüllt alle um dich herum mit Wärme und Licht, Ophelia. Genau wie die heilige Flamme. Eure Exzellenz, ich... Ophelia, als ich dich aufnahm, hatte ich einen Traum. Ein Traum, Eure Exzellenz? Ein Traum von dir, wie du die heilige Flamme in die Welt trägst. Rückblickend weiß ich jetzt, dass es ein Omen für die Zukunft war. Liana ist eine großartige Tochter. Mein Stolz, meine Freude. Als Tochter der Kirche hat sie mit ihrem Handeln meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Ich weiß aber, dass es ihr nicht leicht gefallen ist. Sie hat sehr viel von sich selbst aufgegeben, um zu werden, wie sie für die Kirche sein musste. Ich habe es Liana noch nicht gesagt, aber ich fürchte nicht mehr lange auf dieser Welt zu sein. Ja, hat ja noch keiner gemerkt. Aber Eure Exzellenz, die Heiler haben doch gesagt... Ich bin sicher, meinen Körper besser zu kennen als alle anderen. Eure Exzellenz. Ach, Ophelia, ich bin so stolz auf euch. Auf dich und Liana. Versprich mir, dass ihr eure Liebe zueinander auf ewig bewahren werdet.
Eure Exzellenz, ich... Vater, bitte verlass uns nicht. Danke, Ophelia.